So, wir grüßen aus von unserem Stellplatz und ich muss jetzt ein Versprechen nachholen. Ich habe nämlich eine Kamera, eine Dashcam zugeschickt bekommen. Einige von euch haben das schon bemerkt und haben mich auch schon gefragt, was es damit auf sich hat. Ich möchte jetzt darauf eingehen. Das ist die Fantru N2. Den Link zu Amazon, den blende ich ein. Hier seht ihr das, Fantru N2 Pro Dual Dashcam. Da sitzt die Ursi. Hallo. Aber jetzt bin rein ich für euch zuständig, weil die Technik, die mache ich. Ich werde nur immer etwas regiemäßig unterstützt von der Ursi. Und ich stelle euch jetzt die Kamera vor. Also Unboxing ist out, sagt die Ursi, aber ich mache jetzt das trotzdem, allerdings in der abgekürzten Form natürlich, denn ich habe mir ja schon alles vorher angeschaut und es ist ja auch schon alles wunderbar montiert. Hier seht ihr die Beschreibung, die eigentlich auch recht gut ist, komme ich gleich dazu. Dann ist hier die Kamera drin, natürlich auch der Halter und Sie seht schon an der Kamera eine Besonderheit, da ist hier vorne ein Objektiv. Und hier hinten ist ein Objektiv. Das heißt, wenn man die so ins Fahrzeug reinhängt, dann kann man hier nach vorne und nach hinten, also auch ins Fahrzeug rein, aufnehmen. Bei einem Unfall hat es dann den Vorteil, dass man die geschockten Gesichter der Unfallbeteiligten sieht, auch im Fahrzeug. Aber wir haben die ja nicht in der Verwendung für einen Unfall, sondern wir haben die in erster Linie in Verwendung, wenn wir eine schöne Fahrstrecke haben, dass wir das in unsere Videos einspielen, was wir auch schon getan haben. Was nicht dabei ist, ist das hier. Das ist eine Lupe und die wäre eigentlich ganz geschickt, dass man die mit beifügt. Denn so gut die Bedienungsanleitung ist, das muss man klar sagen, so schlecht ist sie hier aber die Erkennbarkeit. Denn ihr seht hier, da sind alle Punkte aufgezeichnet und die sind dann hier beschrieben mit 1, 2, 3, 4, 5. Nur man kann das 1, 2, 3, 4, 5 mit normalen Augen nicht lesen. Aber wenn man eine Lupe nimmt, dann geht das. Ich kann es jetzt nicht sehen, ob ihr das erkennen könnt oder nicht. Glaubt man es einfach, wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt. So, zur Kamera an sich. Die ist komplett bedienbar. Die hat einen Akku. Wir haben uns ein Kabel reinlegen lassen an der Seitenscheibe entlang und das Ganze ist auf Dauerstrom. Das heißt, wenn ich die Kamera einsetze, dann ist die auch am Strom angeschlossen. Allerdings nur, wenn natürlich auch die Zündung angeschlossen ist. Also wenn die Zündung aus ist, ist auch die Kamera automatisch aus. Sie startet jedes Mal, wenn wir mit unserem Fahrzeug starten. Ansonsten müsste ich sie hier manuell ausschalten. Hier sind auch die wesentlichen Bedienknöpfe. Also hier seht ihr, da kann man die Kamera anschalten. Und schon ist sie an. Hier seht ihr das Menü. Ihr seht auch noch den Bildschirm. Da kann man erkennen, was ich aufnehme. Aber es geht hier alles allein ums Menü. Man drückt hier unten auf die Taste M. Und dann sieht man das Menü. Und da sieht man dann die Videoeinstellungen, die man vornehmen kann. Da kann man auf OK drücken. Also hat man hier die Auflösung. Und da seht ihr oben die Dualeinstellung, die kann man mit 1920x1080 Bildpunkte nehmen, 30 Frames pro Sekunde. Man kann also bei 30 Frames pro Sekunde kann man die Einstellung wählen 2560x1440, 2304x1296. Haben wir beide schon verwendet, aber ich muss sagen, am besten ist es, wenn man also 60 Bilder pro Sekunde nimmt. Man hat hier eine gute Aufnahmequalität und vor allen Dingen, man kann dann auch zum Beispiel einzelne Zeichen etc. besser rausfiltern im Film, falls man mal ein Kennzeichen zum Beispiel braucht oder ein Verkehrsschild nachlesen möchte. Wenn man das so bestimmen will, dann drückt man einfach auf OK, kommt zurück. Nächster Punkt ist die Zirkulationsaufnahme. Man kann also zirkulieren zwischen 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten oder man schaltet sie aus, so wie wir das gemacht haben. Man kann den G-Sensor, also den Stoßsensor, aktivieren auf Aus, Hoch, Mittel, Niedrig. Wir haben ihn nicht getestet, wir haben ihn standardmäßig auf Mittel gelassen. Wir hoffen, dass er nie aktiviert werden muss. Und ausprobieren
Das darf ich leider nicht. Die Ossi hat mir das untersagt, schon beim Airbag. Ich hätte auch schon gern mal den Airbag ausprobiert, ob der überhaupt funktioniert. Aber die Ossi hat einfach Angst, dass da der Gustl leidet. Stimmt's, Ossi? Mhm. Ja. So, dann haben wir noch Audio-Rekord. Da kann man also die Stimme aufnehmen oder auslassen. Wir haben die Stimmen aus, denn das, was wir sprechen, das bleibt unter uns während der Fahrt. Und es kann auch nicht mehr wiederholt werden. So, wir haben hier die Videoeinstellungen. Dann eins weiter haben wir die Systemeinstellungen. Die GPS-Einstellung kann man also auch vornehmen. Und dann auch die Dateiverwaltung, das heißt, wie die Dateien abgespeichert werden. Ich habe hier noch keine große Variante gefunden. Wir haben das jetzt so eingestellt, dass dass hier die ganzen Dateien abgelegt werden. Also immer in gewissen Einheiten werden die abgespeichert, aber auch wenn man den Motor ausschaltet, wird eine Einheit abgespeichert, und wenn man ihn wieder anschaltet, wird wieder eine Einheit neu erzeugt. Das hat ganz gut funktioniert. Was ich dazu noch sagen muss, ist, wenn die Speicherkarte voll ist, dann schaltet das Gerät ab. Es wird gar nichts mehr aufgenommen. Man muss also ab und zu mal dann einfach das Gerät wieder formatieren. Und das Formatieren ist eigentlich ganz einfach. Man geht hier in die Systemeinstellung, okay, und dann geht man hier auf Formatierung, gibt okay, und wir formatieren jetzt nicht, weil ich noch einen der Filme verwenden möchte, um euch zu zeigen, wie die Aufnahmequalität ist. Das war jetzt das Wesentliche, was das Bedienmenü betrifft. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Bilder einspielen und dann auch ein Foto ausschneiden, damit ihr seht, wie die Aufnahme am Gerät ist. So, zur Stromversorgung ist zu sagen, wenn ihr also hier euer Teil geöffnet habt, was oberhalb des Tachometers ist, da sind jede Menge Stromquellen, wo man das anklippen kann, und man muss dann einfach das Kabel da oben rumziehen, sodass es dann irgendwann hier rauskommt, und dann habt ihr immer Strom drauf. Das Gerät ist hier ganz schnell eingesteckt. Man geht einfach dahin. Und schon hängt es, man kann es da richtig einstellen, richtig positionieren. Und wenn man es rausziehen will, auch ein Handgriff, und dann ist das Ganze schon passiert. Also dreimal geübt und schon funktioniert das Ganze. Und man hat dann durch das kleine Display auch sogar einen schönen Einblick, was das Gerät aufnimmt. Also wenn es ein bisschen schief hängt, das merkt man während der Fahrt und kann das dann korrigieren. Selber diese Nase, in die das reingesteckt wird, die hält sehr zuverlässig. Wir sind also jetzt schon etliche 100 Kilometer damit gefahren, und es hängt so wie am ersten Tag. Strom kann man aufs Gerät geben, einmal hier und einmal dann direkt oben an der Nase, sodass also auch das Gerät gut abgezogen werden kann und ohne Kabel betrieben werden kann, weil eben im Gerät ein Akku integriert ist, der sich automatisch während der Fahrt dann wieder auflädt. Also ein durchdachtes Gerät. Einziges Handicap, was ich sagen muss, neben der Beschreibung, das ist, dass also dieser USB-Anschluss der Nummer 1 ist. Also es sollte eigentlich jetzt bei einem aktuellen Gerät wenigstens USB 2 sein. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon die dritte Variante, die in den neuesten Smartphones verwendet wird. Also so, das war die Dashcam Fan True, und zwar die Dual
Dashcam, also nach vorne und nach hinten. Gibt es auch als nur nach vorne Lösung, da ist sie dann etwas günstiger. Sonst kostet die 159,99 bei Amazon. Und wir haben jetzt hier von dem Hersteller, der hat gesagt, wenn ihr ein Video dreht, dann dürft ihr die behalten. Und er hat gesagt, und wenn ihr das Video dreht, dann bekommt ihr auch noch eine von uns geschenkt. Die könnt ihr dann an eure Zuschauer verlosen. Und das nehmen wir natürlich gerne an. Und deswegen brechen wir jetzt von einem oder ändern wir mal etwas ab. Wir haben bis jetzt noch nie eine Verlosung gemacht. Nein, möchten wir auch in Zukunft nicht tun. Ja. Aber jetzt wollen wir mal was verlosen. Also eine Dashcam bekommt ihr von uns. Ihr schreibt nur einfach einen Kommentar hier unter das Video mit Hashtag. Ich schreibe das unten rein. Hashtag Ossi und Helle. Einfach ohne Leerzeichen. Und dann danach könnt ihr noch etwas zur Kamera schreiben. Braucht ihr aber nicht. Jeder, der diesen Hashtag Ossi und Helle reinschreibt, der nimmt an der Verlosung teil. Ja. Und die Verlosung, die machen wir dann mit einem weiteren Gerät, was wir zur Verfügung gestellt gekriegt haben zum Testen. Das ist dieser USB FreeView HD TV Recorder, was nichts anderes bedeutet als Fernsehschauen am Laptop. Geht aber nur in Gegenden, in denen DVB-T auch empfangbar ist. Okay. Und deswegen können wir das Video erst drehen, wenn wir wo stehen, wo DVB-T empfangbar ist. Und wenn wir das geschafft haben, dann machen wir anschließend die Verlosung da dran. Und aber nicht für dieses Gerät, sondern für die Dashcam. Für die Dashcam. Mhm. Und dann wird der Gewinner benachrichtigt. Ja, gezogen. Gezogen, natürlich. Ja, und ihr bekommt dann einen Code und dann könnt ihr es bei Amazon umsonst bestellen. Mhm. Nur einer leider. Wir haben nur eine zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Ja. So, also wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Die Dashcam selber hat uns überzeugt. Ossi, was ist deine Meinung? Helle hat sie überzeugt. Und wir konnten ja auch schon einiges Straßenszenen oder Landschaftsszenen daraus übernehmen. Richtig, gerade in unseren norddeutschen Filmen haben wir einige Fahrszenen. Rhein Bremerhaven, kann ich mich erinnern. Ja, das ist mit der Dashcam aufgenommen. Und auch an der Nordsee, wo wir an diesem schwimmenden Moor gewesen sind. Ja. Also auch das ist eine Szene aus der Dashcam. Also ich finde sie toll. Ich bin froh, dass wir sie drin haben. So klar, wir können es gebrauchen für unsere Filme. Ja, also schaut es euch an und dann macht das Beste draus für euch. Ja, also ich wünsche euch allen viel Glück, drücke euch die Daumen, dass es klappt. Okay, wir melden uns bald wieder und zwar dann mit unserem Video aus dem Bereich. Jawohl, alles klar. Ciao.